von Norwegen auf die Kanarischen Inseln. Nächste Bus, fast 8 Stunden nach Oslo. Hier in Norwegen haben wir jetzt im Juli tatsächlich 25 Grad. Sonnenuntergang gibt's nicht. Inzwischen über 24 Stunden auf den Beinen und immer noch fit. Naja. Lane Lingnes. Die alte Heimat, die alte Ex-Heimat, die alte Ex-Wahlheimat. Mal gucken, wie es uns gefällt. Ich erinnere mich noch gut an unsere Flüge Ende 2010, als wir nach Gran Canaria auswanderten und durch die Wolkendecke fielen und uns eine grüne Insel begrüßte. Übergelaufene Stauseen, Flüsse bis ans Meer. Natürlich wusste ich durch meine Besuche seit 1976, dass die Insel auch ganz schön trocken sein kann. Aber zumindest hatten wir die Hoffnung, dass es gelegentlich im Winter so massiv regnet, dass wir eine paradiesisch grüne Insel erleben könnten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Und so war es dann auch. Bis heute konnte ich nicht einmal so ein Szenario wieder erleben. Zwischen April und Oktober fällt in der Regel überhaupt kein Niederschlag auf Gran Canaria. Und im Winter muss man dann hoffen. In manchen winterlichen Regenzeiten füllten sich dann die Stauseen ein bisschen. In anderen Wintern blieb der Regen fast ganz aus. Wie sich aber auch herausstellte, gab es auf Gran Canaria auch wesentlich trockenere Episoden, als wir sie lebten. Speziell in den 40er, 50er Jahren. Es hat also nichts mit Klimawandel oder solchen Theorien zu tun, sondern ist einfach Fakt. Die Insel liegt 250 Kilometer westlich der Sahara. Das ist das Industriegebiet Arenaga. Und da hinten wohnen die ganzen Einheimischen, die die Touristen in Planet Ignis im Süden versorgen. Oh, guck mal hier. Solarpaneele ohne Ende. Die stellen auch total auf erneuerbare Energien. Uiuiui, das mal. Solarpaneele machen die Insel auch nicht unbedingt schöner, aber besser als die uralten Dieselkraftwerke weiter zu betreiben, an denen Gran Canaria seit Jahrzehnten hängt. Das ist wahr. Touchdown! Feierabendverkehr auf der GC1, auf der Autobahn im Süden von Gran Canaria. Denn offensichtlich haben sich viele an meinem Video gegen Gran Canaria bzw. die Punkte, die mich gestört haben, an Gran Canaria gestört. Ihr solltet sich aber auch das andere Video dazu ansehen, warum es sich lohnt, auf den Kanaren zu leben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es sich denn so anfühlt. Ich bin hier an so einem typischen Angelspot in der Nähe. Man sieht so ein bisschen das Problem natürlich im Hintergrund und der Wind. Damit muss man natürlich auch auf den Kanaren leben können. Das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Aber jetzt geht es erstmal zum Angeln. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob sich da was tut. Ziemliche Grundsee. Durch das Schlechtwettergebiet der letzten Wochen. Es hat tatsächlich mal geregnet, wovon man zwar nicht allzu viel sieht, aber die Insel ist tatsächlich etwas grüner, als ich sie sonst im Juni kenne. Und ich gucke mal, ob es da unten ein bisschen Bluefish gibt. Und zwar da. Ich kann nicht ans Meer ranzugehen, ist doch ein anderer Liegen als ein Fjord. Auch typisch für Gran Canaria, da brennt es mal wieder. Sieht so aus, als wenn das das Krematorium von Castillo el Romeral wäre. Zweiter Tag an meinem geliebten Bluefish-Kiesstrand. Mal gucken, was heute geht. Gestern nur ein Nachläufer. Allerdings waren die Bedingungen extrem schwierig. Heute, naja, minimal besser, man sieht's. Immer noch brutale Grundsee. Da war einer hier. Nicht groß, aber Bluefish. Abends ging ich ebenfalls an einen Homespot, an eine Mole. Normalerweise fische ich auf der Außenseite, doch die war voll besetzt, wie an allen Tagen. Früher fischte ich da oft monatelang alleine, diese Zeiten sind vorbei. Da haben wir schon einen Fisch. Mein erster Fisch auf Gran Canaria 2023 bei der hängt irgendwie scheiße, ich vermute gehakt. Lagucha? Um die Jahreszeit? Das wäre aber echt sehr seltsam. Naja, warum nicht? Laguchas können halt Needlesticks nicht ausstehen. Also Hornecht, Mini-Hornecht. Naja, für mich reicht es wahrscheinlich zum Essen. Hier sieht man auch schön den Unterschied zwischen den Laguchas in Norwegen, also zwischen den Hornhechten in Norwegen und den Atlantischen. Die sind halt richtig tief blau und je nach Stimmung reflektiert das auch ganz anders. Sehr abgefahren. Jetzt ist er ein bisschen grün geworden. Eben war er ziemlich
lila. Nehmen wir trotzdem mit. So verletzt haben die Agujas sowieso keine Überlebenschance. Über den Dächern von Mogán. So sieht die einstig wirklich ruhige, schöne Stadt Mogán bzw. Puerto de Mogán heute aus. Ein einziges Chaos auf dem Wasser. Der künstliche Strand. Voll hier unter Polizisten. Hallo von Gran Canaria im Juni 2023. Gut anderthalb Jahre, nachdem ich die Insel, meine einstige Trauminsel, verlassen habe. Wir haben hier 12 Jahre gelebt, ich mit meiner Familie, und haben natürlich auch vieles erlebt. Ich habe hier so die schönsten Erlebnisse meines Lebens gehabt, aber auch die schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Und dementsprechend war ich natürlich schon gespannt, wie jetzt die Emotionen halt sind. Ich habe ja einige Videos dazu gemacht, warum wir die Kanaren verlassen haben und eben auch die Gründe, warum es sich hier lohnt zu leben. In diesem Video geht es so ein bisschen um die Reflexion, wie sind eben die Emotionen, was hat sich verändert, gibt es Positives, gibt es Negatives, darüber möchte ich hier in diesem Video berichten. Positiv hat sich für mich nicht so viel verändert, das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, wieder hier hinzuziehen. Viele Dinge haben sich eben nicht verändert und das sind eben auch die Gründe, warum ich nicht wieder herkommen werde. Dennoch muss ich sagen, würde mich jemand fragen, ob ich nach Gran Canaria ziehen möchte oder nach Deutschland ziehen möchte, ganz klar sagen würde, dann doch lieber auf die Kanaren und nach Gran Canaria. Kanaren allgemein möchte ich jetzt hier nicht besprechen. Was hat sich hier verändert bzw. nicht verändert? Allgemein muss ich sagen, hat sich hinsichtlich der Energie hier einiges verändert und es macht auf Gran Canaria besonders Sinn. Und zwar erneuerbare Energie. Habe ich schon beim Anflug auf Gran Canaria gesehen, haben sich hier unheimlich viele Solarplantagen, muss man sagen, gebildet oder wurden errichtet. Direkt am Flughafen, aber auch im Süden, riesige Solarfelder. Und mir schien es so, dass das einstige Kraftwerk vielleicht gar nicht in Betrieb ist, sondern zu bestimmten Zeiten in Betrieb ist. Jedenfalls kam kein Rauch groß oben raus. Ich habe auch keine Geräusche dergleichen gehört. Der typische Dieselgeruch von dem Dieselkraftwerk fehlte auch. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die für Gran Canaria positiv ist und auch natürlich für die Umwelt positiv ist. Denn hier ein Dieselkraftwerk hinzubauen, das hat man früher nur aus politischen Gründen gemacht, um halt die Kanaren, die unabhängig sein wollten, um die an die Kette zu nehmen, weil es gibt hier kein Öl in der Nähe. Aber natürlich in der heutigen Zeit macht es absolut Sinn, auch Windkraft und Solarflächen zu zählen. Und die Solarflächen sind halt in Gebieten, wo sie auch die Umwelt nicht negativ beeinflussen. Also es sind einfach brachliegende Felder, Geröllhalden, die eben keinerlei Schönheit oder Flora, Fauna, irgendwas von Wert besitzen würden. Daher ist das wirklich eine tolle Entwicklung. Auf der anderen Seite fehlen so Sachen, die eigentlich in jedem europäischen Land, das ich zumindest kenne, Standard sind, wie Wasser braucht man hier viel, in Flaschen gibt es eben auch viel, aber hier ist nach wie vor kein Pfand drauf und daher landen die Dosen ganz schnell mal wieder am Straßenrand, irgendwo am Strand. Das müsste halt nicht sein. Das ist halt so ein negativer Punkt, der mir am Anfang direkt aufgefallen ist. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen spazieren und gucke mir diesen ehemalig, muss ich sagen, schönen Ort Mogán an, den ich auch vielen empfohlen habe. Leider ist er eben auch inzwischen extrem überbevölkert und extrem touristisch geworden. Schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Ja, ich versuche euch die beschriebenen negativen Faktoren noch ein bisschen bildhaft rüberzubringen, wie zum Beispiel die Gerüche. Ich sagte immer was von, es riecht nach Pisse und das, ich gehe gerade einen Touristenpfad entlang zum Aussichtspunkt. Sieht überall entweder von Hunden oder eben auch nachts von Menschen die Babyspuren. Hier ein kleiner Fleck von frisch erbrochenem. Hier ein Kunsthaus. Kenne ich noch gar nicht, sehr schön gemacht. Also gerade mal Mosaike und auch Graffitis haben die hier richtig drauf. Auf den Kanaren, da kriegt man richtig schöne Sachen zu sehen. Manche machen sich dann hier schon Gedanken über die Umwelt, wie ich sehe. Sehr schön, aber offensichtlich auch keine Einheimischen. Religiöser Kult. Und hopp. Ja, die Kakteen, die ich gepflanzt habe, die sind inzwischen doch ordentlich gewachsen. Wahrscheinlich auch dank der Pflege der Nachbarin.
Die waren bestimmt 50 cm kleiner allesamt, als wir das Haus verlassen haben vor anderthalb Jahren. Also ich erkenne es noch wieder. Ich nicht. Luna nicht mehr. Luna, das ist dein Geburtshaus sozusagen. Du bist zwar nicht drin geboren worden, aber... Vielleicht, weil die ganzen Blumen hier vorne fehlen. Der Ofen sieht noch so aus wie vorher, immer noch nicht gemacht. Und hier nochmal ein Beweis, ein Beleg für die absolute Dummschwätzerhaftigkeit und Dummdreistigkeit mancher Kanarios. Das hier ist unser ehemaliges Haus, wo wir gewohnt haben. Da hat man vor zwei Jahren, bevor wir ausgezogen sind, waren sämtliche Eisentore, Eisengittertreppe schon verrostet und die wollten sie dann neu lackieren. Die haben sie dann mit einem Kackbraun angefangen zu lackieren. Also ein Kackrostbraun, es sah also schlimmer aus als verrostet. Und das haben wir sofort unterbunden und eben auch gesagt, warum machen sie das nicht einfach schwarz wie vorher? Und da wurde steif und fest behauptet, mit allergrößter Dummschwatzerei, obwohl wir belegen konnten, dass es eben schwarz immer schon war, wurde behauptet, es wäre immer braun gewesen. Naja, da hat mein Video also den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Klammern, unser Putzlappen immer noch und unser Orangenbaum, Zitronenbaum war das. Orangenbaum? Orangenbaum, ne? Ja, Zitronen. Guck mal hier, eine Maracuja. Ja, das ist ein fettes Ding, ja? Mhm. Hier gibt es auch einige Videos von, glaube ich, von dem Ort. Dem Garten, der jetzt aber scheinbar nicht mehr gepflegt wird. Ich finde mich hier an dem Stausee der Tirajana, da wo alles begann. Jedenfalls das, was mit meinem Raubfischer-Dasein zu tun hat. Und sehe, ja, etwas traurig den Stausee. Mal wieder extrem unter Wassermangel, verschlammt durch die Regenfälle, die eben auch hier Sediment reinspülen, was man eben nicht auf der Rechnung wohl hat. Früher oder später wird der halt hier austrocknen, wenn hier nichts gemacht wird. Fische scheinen trotzdem noch drin zu sein und das will ich mal gucken, was da noch drin ist. Vielleicht sogar Schwarzbarsche noch, weil je niedriger das Ganze wird, je wärmer das Ganze wird, desto geringer wird der Sauerstoff, desto eher kommt der Schwarzbarsch um. Eieiei, hier habe ich einen Karpfen mit dem Popper gehackt. Und der Karpfen, ich weiß nicht, wo es liegt, der wehrt sich noch nicht mal kein bisschen. Der ist auch total krank schon. Totale Hungerform, der will auch gar nicht mehr. Der freut sich echt, dass er es hinter sich hat. Ja, wollen wir ihn mal erlösen von seinem Leid hier in dem Teich. Sowas hat es in den ersten Jahren auf Gran Canaria auch nicht gegeben. Verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze und das Ende des Monats. Ich check nochmal den Mietwagen, den Combustible, den Tankstand, das Benzin. In Sachen Mietwagen hat sich allerdings Gran Canaria auch positiv verändert. In den ersten Jahren lief es häufig so ab wie in meinem Video über Kroatien und Mietwagen geschildert. In den letzten Jahren allerdings hier überhaupt keine Abzockversuche mehr. Die technische Wartung lässt zwar manchmal zu wünschen übrig und typisch kanarisch auch der übermäßige Gebrauch von Duftbäumchen oder Autodeos, aber ansonsten hatte ich einen reibungslosen Ablauf mit den Mietwagen. Und dann verließen wir auch schon wieder die Insel bei sommerlicher Kalima-Hitzewelle. Ich hatte Gran Canaria nur als Drehkreuz benutzt, habe mich also nur wenige Tage dort aufgehalten, da mein Haupturlaub auf La Gomera stattfand, einer Nachbarinsel. Dazu gibt es ein gesondertes, längeres Video auf meinem Kanal. Mit dem zeitlichen und emotionalen Abstand kann ich sagen, dass die Hauptgründe, die Insel zu verlassen, zum einen die fast ständige Hitze und Trockenheit sind und zum anderen die Überbevölkerung und der Massentourismus mit all seinen Problemen, die das mit sich bringt. Bereuen tue ich allerdings meine Auswanderung nach Gran Canaria nicht. Es hat mein Leben um ein Vielfaches bereichert und so mancher Traum bekam hier Flügel.